Herr Bürgermeister, unglaubliche 18 Mal gibt es schon die Schmiedeweihnacht in Ipsitz. Was gibt es für Neuerungen heute? Ja, wir freuen uns alle schon auf die Schmiedeweihnacht. Ganz Ipsitz ist auf den Beinen, wie man so sagt. Und es gibt zwei Besonderheiten. Ja. Das eine ist eine Waldschmiede entlang der Schmiedemeile des Wanderweges, wo ganz nach mittelalterlicher Art Spezialitäten gegrillt werden, aufbereitet werden, wo Schafe in einem Stall untergebracht sind, wo man Bogen schießen kann, wo man Korbflechten beobachten kann, zuschauen kann. Und das ist ganz, ganz was Besonderes. Und das Zweite, das sind natürlich die Schmiede. Ja. Heuer schmieden sie zum Thema Schmiedeverbindungen, Verbindungen schmieden. Von wo kommen eigentlich die Schmiede überall her? Ja, es ist so, dass wir das Jahr über Kontakte pflegen und so ist es erfreulich, dass wir aus 8 Nationen wieder Schmiede bei uns begrüßen dürfen. Sie kommen aus Polen, aus der Ukraine, aus Tschechien, der Slowakei, ja sogar aus Luxemburg, aus Deutschland, ja Italien und natürlich Österreich. Wer schon öfter hier bei der Schmiedeweihnacht war, der kennt natürlich die Spezialität. Aber wenn ich jetzt den Bürgermeister frage, was hat er für einen persönlichen Geheimtipp? Ja, der persönliche Geheimtipp ist, wie jedes Jahr beinahe, im Schwarzen Haus die Krapfenküche. Warme Bauernkrapfen mit etwas Marmelade, Zucker und mit einem tollen Glühwein oder Tee mit Rum, das erwärmt, das bereichert und das stärkt auch, dass man dieses umfassende Programm den ganzen Tag beinahe erleben kann.